you move make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya and leave the rest behind. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich rede auf Deutsch, genau. Ich wollte was Neues ausprobieren. Ich wollte mal wieder versuchen, einen Vlog auf Deutsch zu drehen. Genau, und das machen wir jetzt. Total komisch, wieder auf Deutsch zu sprechen. Total komisch. Irgendwie für meine Videos, aber gut. Probieren wir mal aus. Fühle ich mich auf jeden Fall deutlich selbstbewusster wieder, weil Russisch ist immerhin etwas schwierig für mich. Naja, aber mal gucken, wie ich das jetzt mache. Vielleicht eins auf Deutsch und eins auf Russisch. Auf jeden Fall viel Spaß bei meinem neuen Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich stehe schon in der Küche. Mama steht immer in der Küche. Und mache heute Strudel. Und zwar aber nicht... Schatz, bitte sei leise. Aber nicht den Teig selber, so wie letztes Mal, sondern ich habe schon gekauften Teig. Einen Moment. Und zwar ist das dieser Teig hier. Ja, setz dich mal hin. Und zwar sind das diese Sonntagsbrötchen. Ja, Sonntagsbrötchen. Super lecker, ist ja auch ein Hefeteig. Und man kann damit ganz normal russische Strudel machen. Strudel heißen die auf Russisch. Strudel. Genau. Und dafür benutze ich halt diesen Teig. Ich habe schon vorbereitet Weißkohl, der kommt auch immer da rein. Muss noch Kartoffeln schälen. Möhre muss einmal gehobelt werden. Und ich habe schon da Fleisch drin. Ich zeige euch gleich nochmal alles. So, ich habe hier schon Fleisch geschnitten. Das ist jetzt Schwein. Dafür könnt ihr aber jedes mögliche Fleisch nehmen, was ihr möchtet. Und genau, das werde ich jetzt erstmal anbraten. Fleisch ist jetzt richtig angebraten, scharf angebraten. Und da habe ich Kartoffeln so geviertelt. Nicht zu klein auf jeden Fall, das wird nämlich alles 40 Minuten lang kochen. Habe ich ja schon gezeigt, mein Weißkohl und meine Möhren und Zwiebeln. Genau, jetzt als nächstes packe ich hier den Weißkohl rein. Und dann dünsten wir das immer so. 15 Minuten vielleicht, bis das alles so ein bisschen weicher geworden ist. Und dann tut ihr direkt auch die Mischung aus Zwiebeln und Möhren. Übrigens hat das keinen richtigen Grund, wieso ich das jetzt auf Deutsch mache und davor auf Russisch. Ich wollte einfach gerne was Neues ausprobieren. Genau. Davor habe ich ja eh meine Videos alle auf Deutsch gemacht und dann wollte ich mal auf Russisch umswitchen. Was mir eigentlich auch gefällt, aber es fällt mir extrem schwer, nicht nur das Sprechen. Wobei das Sprechen geht, das ist noch das Einfachste an der Sache. Aber vor allen Dingen das Schreiben. Wenn ich dann meine Videos bearbeite oder irgendwas beschrifte, ist das super anstrengend, weil ich das nie richtig gelernt habe. Also ich habe die russische Sprache nie gelernt zu schreiben oder zu lesen. Ich habe mir das lediglich selber beigebracht. Und irgendwie kriege ich es hin mit Google und allem. Aber es ist natürlich mega anstrengend. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, denke ich mal, dass ich das irgendwie zweiteilig machen werde. Aber das Video ist vor allen Dingen gerade für meine Freundin. Die guckt immer meine Videos, obwohl sie kein Russisch versteht. Und jetzt wollte ich ihr mal einfach einen Gefallen tun und auch mal was auf Deutsch drehen. Damit sie einfach mal weiß, worum meine Videos überhaupt gehen.
So, schaut mal, wenn das jetzt so eine schöne Farbe angenommen hat und das so ein bisschen gedünstet ist, packen wir die Kartoffeln dazu und braten die noch mal so 5 Minütchen, würde ich sagen, an. Dann wird alles mit Wasser übergossen und zeige ich euch gleich noch. So, jetzt ist es wichtig, wir machen die Kartoffeln hoch. Wasser rein, aber so, dass die Kartoffeln richtig gut drauf liegen. Also auf jeden Fall nicht zu viel Teig da oben drauf. Einfach so oben drauflegen. Wie gesagt, die dürfen nicht schwimmen. So, und jetzt machen wir zu. Und ganz wichtig, machen das jetzt 45 Sekunden lang nicht mehr auf. Das soll richtig aufkochen für ein paar Minuten. Also steht jetzt auf der höchsten Stufe, auf der 9, so für 5 bis 10 Minuten. Und danach schalten wir runter, so auf die mittlere Hitze ungefähr. Und den Deckel, ganz wichtig, nicht mehr aufmachen. Hat man nach 5 Minuten Hitze, sind die schon so schön groß geworden. Gleich so nach 2, 3 Minuten kann man das runterschalten, so wie gesagt auf die Hälfte ungefähr. Jetzt steht es bei mir auf der 8. Mal, und so sieht das jetzt aus. Die sind schön aufgegangen. Die packen wir jetzt einfach raus. So, das habe ich jetzt rausgepackt. Sehr, sehr lecker. Kartoffeln mit Fleisch und Kohl. Ich wollte jetzt unser Beet hier ein bisschen, den Lavendel, kürzen. Darf man ja keinem zeigen, wie zugewuchert das hier alles ist. Unkraut muss definitiv mal gezupft werden. Auf jeden Fall werde ich den erstmal schneiden. In the morning. genau. Ich habe mich jetzt schon angezogen, meine Lieblingsstrumpfhose schon wieder, die so warm ist und aussieht wie eine durchsichtige, habe ich an. Und genau, ich habe mich fertig gemacht, weil wir gleich mit Lian zum Friseur fahren. Wir fahren zu meiner Freundin, die ist nämlich Friseurin und da freue ich mich sehr drauf. Und genau, was ich vorhabe, mir auf jeden Fall meine Spitzen zu schneiden, denn die haben es bitter nötig. Ich denke mal, so ein Stück muss auf jeden Fall ab. Und dann wollte ich mir tatsächlich sowas Ähnliches wie Balayage machen. Ich weiß nicht, ob das so viel sein wird wie Balayage, aber auf jeden Fall soll das alles ein bisschen heller werden. Und ja. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Falls ich euch nicht mitnehme dahin, weil ich nicht weiß, ob sie möchte, dass ich das filme, seht ihr dann wohl gleich die Veränderung. Und das ist mein neuer Look. Also, wie man sieht, bin ich deutlich heller geworden. Balayage haben wir gemacht. Und es kam auch ein bisschen was ab. Nicht ganz freiwillig, aber es musste einfach sein, weil meine Haare waren zwar ein bisschen lang, aber total kaputt. Und jetzt sehen die richtig schön frisch aus. Da. Also ich finde es ganz schön. Also ich liebe die Farbe extrem, ja. Ich bin total glücklich und zufrieden mit der Farbe. Sieht auf jeden Fall, finde ich, viel, viel frischer aus als davor. Genau. Und ja.
Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Baum hat erste Blümchen, guckt mal. Oh mein Gott, ich liebe es. Wunderschön. Wir gehen gerade mit Lian spazieren und ein bisschen einkaufen. Mein großer Helfer. Komm, Aschi. Und hier bin ich. Es ist draußen noch ziemlich kalt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt einen dicken Pullover und eine Lederjacke an, aber es ist noch sehr, sehr frisch. Also, ich wünschte, ich hätte meinen Mantel angezogen. Genau. Wir kommen zurück vom Einkauf und das ist, was ich geholt habe. Fangen wir mal hier an. Also, die waren im Angebot. Super lecker. Habe ich schon mal probiert. Mega gut. Eine Cola, dann diese Durchbeißer und Schokotoffees. Öl, Leute, es ist wieder Ölausverkauf. Mein Gott, weißt du, brauchst du Öl, kriegst du das nirgendwo her. Also, auf jeden Fall habe ich zwei Flaschen irgendwie noch bekommen. Vanillezucker, Backpulver, Hefe. Lian hat sich diese Süßigkeiten ausgesucht. Dann diese Wurst. Habe ich auch mehrere mitgenommen, einfach weil die im Angebot waren und weil mein Mann sich immer Butterbrote schmiert und Wurst geht bei uns dann super schnell weg. Bananen. Dann hat Lian sich so einen Joghurt ausgesucht. Eine Packung Schlagsahne und Schmand. Mozzarella, Eier. Das ist noch von. Das habe ich nicht geholt. Brot, Hackfleisch. Joghurt hat Lian sich ebenfalls ausgesucht. Und diese Kätzchen hier habe ich mir, Weidenkätzchen, noch mitgenommen. Und die habe ich noch vom Baum gepflückt.
Genau. Und für diesen Einkauf habe ich jetzt 40 Euro gezahlt. Where you move, make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya and leave the rest behind. Oh, oh. Cause you will always be there. Yeah, you make me feel like there's no air left